längere Zeit drauf gewartet, jetzt sind sie endlich da. Die Poképref Mega Packs. Ja, finde ich immer ganz cool. Bin normal kein Fan von Mystery Boxen, Mystery Packs, aber die Poképref Packs, die finde ich eigentlich echt okay vom Preis her. Man hat hier insgesamt 6 Booster Packs drin. Ihr kennt es ja, ich habe es ja auch schon mal auf meinem Channel aufgemacht. Ja, wir haben hier 5 Packs aus der Schwert- und Schildzeit und ein Mega-Bonus-Booster-Pack mit der Chance auf ein Wizard of the Coast-Pack. Ja, die Chance ist nicht sehr hoch, aber sie ist da. 1 zu 25 finde ich tatsächlich ganz in Ordnung. Und ja, vielleicht nochmal kurz zum Inhalt der Packs im Genauen und vor allem auf das Bonus-Pack eingegangen. Also was hier Minimum als 6. Pack garantiert ist, ist ein grünes. Da hat man dann wieder einen Booster aus der Schwert- und Schildzeit mit dabei. Rot ist dann schon eine Stufe besser. Hier befinden wir uns in der XY- und Sonne-Mond-Ära. Ja, mit einer Chance von 1 zu 10 sind wir dann im Silver-Tier. Hier ist es ja eigentlich komplett Black and White-Zeit. Und dann haben wir hier noch das Gold-Pack mit Wizard of the Coast, Platinum, Heart Gold, Soul Silver. Ja, wir sehen auch hier. Bei Wizard of the Coast ist Team Rocket oder auch Fossil mit drin. Und ja, was natürlich auch immer garantiert ist bei Poképref, die Packs, die hier drin sind, sind natürlich nicht abgewogen. Also da habe ich wirklich sehr, sehr großes Vertrauen in Poképref und ja, ich bin gespannt, was wir heute Geniales ziehen können. Lasst uns reingehen in Pack 1. Ja, beim letzten Mal hatten wir zwei grüne Packs. Was ja nicht unbedingt heute unser Ziel ist. Und wir schauen uns erstmal die 5 Packs an. Wir haben einmal Brilliant Stars, wir haben Fusion Strike, Chilling Rain, Astral Radiance und Evolving Skies. Muss ich sagen, finde ich cool. Coole Pack-Auswahl. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sicherlich Fusion Strike das Schlechteste, aber wir haben hier super viele Hits. Und wir fangen mal an von links nach rechts und gehen gleich mit einem Banger rein. Evolving Skies. Ja, hier natürlich unsere Chase-Karte. Ich mache heute keinen Kartentrick. Unsere Chase-Karte, das Nachtara. Oder wir natürlich auch jedes Rayquaza nehmen würden. Imolga, Wubat, Eldegoss und ein Altaria. Regular Rare. Ja, weiter mit Brilliant Stars. Hier natürlich das Lurak in Alternativ, unsere Chase-Karte. Schauen wir mal durch. Unsere Reverse und leider wieder nur eine Regular Rare. Weiter geht's. Fusion Strike. Fusion Strike auch, finde ich, gar nicht so schlecht. Das Set hat ein paar coole alternative Artworks. Genauso wie die Rainbow Mew-Karte. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Mal schauen, ob wir jetzt hier unseren ersten Hit ziehen können. Nein, definitiv noch nicht. Drei Packs, nichts dabei. Mal schauen, ob Chilling Rain uns etwas mehr gönnt. Ja, Chilling Rain. Ähnlich wie Fusion Strike, finde ich, eine Stufe drüber. Und ja, hier absolute Chase-Karte für mich. Das Galar-Lavados, welches wir hier nicht haben. Eieiei, das geht ja schon wieder gut los. Hier 4 Packs und viermal nichts. Dann schauen wir mal, was Astral Radiance, das ja, neueste Set, mal abgesehen vom Sonderset Pokémon Go, so zu bieten hat. Vielleicht wenigstens ein Hit wäre doch, glaube ich, gar nicht zu viel verlangt. Hier hätten wir ja auch die Chance auf dem Reverse-Slot. Bleibt dabei. Nani? Puh, das war schon mal eine harte Nummer. 5 Packs, kein einziger Hit. Dann zeigst du mir jetzt aber bitte, dass das Mega-Bonus-Pack hier was zu bieten hat. Was haben wir hier noch dabei? Ja klar, üblicher Poképref-Sticker. Und wir haben 6
Silber! Let's go! Wuhu! Sehr gut! Oh. Das entschädigt wiederum für vieles. Let's go! Ah, oh, mega, mega, mega stark. Da freue ich mich riesig drüber. Ich hatte schon wieder mit zwei Grünen gerechnet, aber mit einem Silbernen. Ja, sehr, sehr stark. Ja, legen wir hier mal auf die Seite. Das mit Sicherheit das Highlight des Videos. Ja, es sei denn, Nummer 2 gönnt uns auch nochmal mehr. Aber wir haben uns hier schon ein bisschen gespoilert. Hier ist der Standard mit dabei, ein grüner Umschlag. Wir haben hier auch wieder die Pokéref-Aufkleber. Und die Booster-Auswahl sollte ziemlich ähnlich sein. Jo, ist sogar komplett identisch. Und ja, vorhin von links nach rechts hat Pech gebracht, deswegen von rechts nach links. Ja, Shoutout geht an der Stelle raus an Pokéref. Produziert wirklich sehr, sehr coole Videos. Gibt in meinem Empfinden unheimlich viel Geld für Pokémon-Stuff aus, wenn ich immer sehe, was er dann auf eBay kauft oder was er sonst wieder für verrückte Aktionen startet. Also auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Im Gegensatz zu unseren Packs, die uns hier wenig bis nichts gönnen. Also, das ist schon hart. 6 Packs, gar kein einziger Hit. Eieieiei. Der Preis für ein Pokéref Mystery Pack liegt bei $50. Kommt nochmal ein bisschen was oben drauf an Versand, an Zoll. Und ja, finde es aber trotzdem in Ordnung für das, dass man 6 Packs hat, die leider gar nichts drin haben. Nee, 6 Packs, dann ist man eigentlich ganz, ganz gut dabei. Selbst wenn es nur normale Packs sind und man rechnet mal mit 5 Euro pro Pack, ist man bei 30 Euro, ja. Und man hat natürlich die Chance auf einen richtigen Banger. Und genau diesen Banger, den erwarte ich jetzt in Astral Radiance. Ja, vielleicht kann uns hier das Macho Mai mal kurz zeigen, dass auch Hits drin sein können in den Packs. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber es ist unglaublich. Wir haben eine Holo. Let's go. Ja, ihr merkt, der Galgenhumor ist auf jeden Fall vorhanden. Immerhin, immerhin eine Holo. Immerhin eine Holo. Die nehmen wir natürlich trotzdem mit. Und haben damit auch die Dry Streak ein bisschen zumindest beendet. Schauen wir mal, was Chilling Rain uns noch zu bieten hat hier im vorletzten Pack. Nichts. Und Evolving Skies. Ja, auch nochmal zum Schluss. Vielleicht können wir ja noch was ziehen. Ich erwarte mir nicht so viel. Nope. Ich war damit genau richtig. Ui. Also die Packs waren schon unfassbar schlecht und haben unheimlich wenig gegönnt. Wir hatten jetzt eine Holo aus 10 Packs. Heieieiei. Absoluter Bruch. Hätten wir nicht das Silver Pack, wäre ich, glaube ich, auch mega frustriert. Aber ja, ich meine, so ist es halt beim Mystery Boxen und beim Booster Opening allgemein. Werden wir nochmal das grüne Pack mitnehmen und es ist Celebrations. Ja, ich muss sagen, finde ich ein bisschen uncool, dass das hier so geknickt ist. Also, mal schauen, hoffentlich haben die Karten hier nichts abbekommen, aber ja, gar nicht cool. Nicht cool. Schauen wir mal. Schon lange kein Celebrations mehr aufgemacht. Ob wir hier vielleicht was ziehen können. Wir haben das Ho-Oh. Lugia. Und auch hier immerhin
ein Pikachu. So, ja, insgesamt nicht viel gegönnt. Aber wir haben ja noch ein Silberpack. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wenn wir nochmal auf die Verpackung schauen, was kann es sein? Wir haben Dragon Exalted, wir haben Legendary Treasures, Plasma Blast oder auch Next Destinies. Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es wahrscheinlich Legendary Treasures, weil ich das ein richtig cooles Set finde. Aber ich bin gespannt. Es ist auf und wir schauen rein. Besonders dicht verpackt. Und wir haben Black and White Base Set. Auch das sehr, sehr cool. Werde ich allerdings heute nicht öffnen auf dem Channel, da mir das noch in meiner Sealed Booster Sammlung fehlt. Ja, Black and White liegt derzeit ungefähr laut Card Market bei ca. 50 Euro. Also, ja, hier haben wir ganz gut was rausgeholt. Immerhin eins der Packs wieder finanziert und ja, den Spaß darf man natürlich auch nicht außen vor lassen. Ja, ich mache es auch deshalb nicht auf, weil es gar nicht mehr so viel für mich zu ziehen gibt in dem Set. Ich habe hier das Zekrom in einer GSG 7. Ich habe das Reshiram in einer 6,5. Und ich habe auch die Secret Rare Pikachu Karte. Finde ich eine sehr, sehr coole Karte, auch vom Effekt her und allem. Richtig, richtig cool. Auch hier Black and White Base Set in einer Near Mint 7. Von daher, jo, war mal wieder cool, Pokéref Packs zu öffnen. Es ist eher die Mystery, die dahinter steht. Man ist eigentlich immer gespannt, was man kriegt, in der Hoffnung dann doch irgendwann mal ein Goldpack zu erwischen. Ja, und alles in allem hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Hits waren leider nicht da, die kommen dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, lasst ein Abo da. Und wer auch Pokérex Packs gekauft hat, lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen, was ihr so gezogen habt, beziehungsweise welches Mystery Pack ihr dabei hattet. Ja, soviel für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.